Und damit hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Empyreon. Ja, ich glaube, ich habe gestern am Freitag irgendwas anderes. Ich war Axel an die Wurf oder was habe ich gesagt, ne? Ja, manchmal ist man noch etwas verwirrt, wenn man so die Aufnahme macht. Ja, es ist ja manchmal spät und je nachdem, wie der Tag gelaufen ist, ist es mal mehr, mal weniger stressig gewesen. Ups, schon wieder alle. Naja, aber ich muss insgesamt sagen, dass mir das auch gerade mit nicht gut gefällt und dadurch habe ich die Ei an sich frei schwebende Menge reduziert. Ja, das ist ganz gut. Man sollte das eigentlich die Belastung dann aushalten. Man sollte nicht irgendwie in die Luft fliegen oder sonst was. Und ich hoffe es zumindest, ja. Das ist immer noch meine große Hoffnung, dass das nicht passiert. Genau. So. Jetzt wollen wir mal gucken. Ich will ja noch Fenster anbringen. Ja, eigentlich brauche ich überall eine Raumhöhe von 2. Führt kein Weg dran vorbei. Genau. So, das sieht gut aus, ja. Muss halt nur jetzt so sein. Ich will den eigentlich an der vorderen Ecke haben. Ja, so genau. So hätte ich das gerne. Einfach mal so ein bisschen Licht hier mit reinbringen. Genau. Wunderbar. Ich glaube bloß, ich muss das gleich mal drehen. Ja. Es ist kein großer Unterschied. Ne? Man kann auch so durchgucken, aber es macht doch schon ein bisschen was macht's her. Krass. Es ist echt so riesig groß, das Ding. Wow. Ja, echt wow. Wahnsinn, ne? Cool, das wird mein ganzer Stolz hier, glaube ich. Ja, definitiv. Hallo, überleg dir mal, wenn das fertig ist, da kann eine ganze Stadt drinnen mit rumfahren. Ja, das ist doch ein bisschen was anderes jetzt von der Art und Weise. Und ich brauche auf jeden Fall die richtigen Blöcke. So. Und der Wächnerft guckt mal nach, wie weit er ist. Müsste sich ja eigentlich... Oh, guck mal hier. Richtig fleißig. Knapp 400. Na, da kann ich jetzt auf jeden Fall was mit anfangen. Ja. Das sieht doch gut aus. Ja, ich glaube auch, ne? Ja, was sieht doch richtig Hammer aus mit der Halle hier, mit diesen... Ja, richtig, richtig geil. Mit diesem Treppenaufgang. Da kommt man doch dann gerne nach Hause hier, ne? In die... ins heimische Raumschiff. Hier, wo ein bisschen langläuft. Schon geil. Ja, sorry, wenn ich das so sagen muss, aber es ist halt auch wirklich geil, ne? Ja. Recht hat er. So, jetzt ist so ein bisschen die Sache, was ich hier vorne mit den Fenstern mache, aber eigentlich wird das ja auch angeglichen. Ja, wir könnten entweder so 2 große machen. Wobei eigentlich möchte ich das gerne als wirklich Panorama-Ausblick haben. Ja, das finde ich irgendwie besser. So, jetzt müssen wir natürlich neu, weil ich mich einmal verbaut habe, aber es ist nicht so dramatisch. Dann können wir hier draußen kurz die Hülle fertig machen. Da muss noch irgendwas rein. Na, sowas in der Richtung. Habe ich das hier drüben auch schon? Ne. Dann sollten wir das mal ändern. Nein! Warum machst du denn das? Naja, macht es ja nicht aus freien Stücken, sondern weil wir es halt nicht richtig hinkriegen. Genau, das ist dann eigentlich ja unsere Schuld. Mhm, richtig. So. Genau, machen wir das. Machen wir das aber schon so. Ich will auf Nummer sicher gehen, dass das wirklich luftdicht ist. Also fange ich einen Block früher an. Genau. Wunderbar. Das hier. Lass ich das erstmal so? Nee. Machen das, dass das gleichmäßig aussieht. Ja.
einfach wegen dem Fenster sieht das dann einfach besser aus. Das heißt, von innen werde ich dann einfach auch das hier so dran setzen. Also nur hier an der Stelle, ne? Und dann bin ich, denke ich, auf der sicheren Seite und... Das war ja gar nicht so vorgesehen. Mist. Sorry. Ja, das war jetzt irgendwie doof. Okay. Aber mir ist gerade was dabei aufgefallen, was eigentlich gar nicht mal so schlecht aussehen könnte. Wenn wir hier unten das so machen. Ja, irgendwie sieht das cool aus, ne? Mit diesem kleinen Absatz da drin. Ja, finde ich auch. Hat was. Okay, na, ich bin jetzt noch ein bisschen überlegen, wie ich halt den Übergang mache, ne? Nur mal so, ich kann das ja mal zeigen. Also eigentlich kommt dann jetzt hier so ein Querbalken hin. Ja, sagen wir mal hier, der kommt hier hin. Genau, der kommt jetzt hier hin. So. Und dann würde ich jetzt hier irgendwie langsam anfangen müssen, die Kurve zu kratzen. Ja, ich muss noch überlegen, wie. So hier. Könnte man machen. Wäre vielleicht gar keine schlechte Idee. Ja. Das zieht man dann auch durch. Genau. Boah, das sieht echt hübsch aus. Dann habe ich ja praktisch schon meinen Übergang. Ja. Dann. Genau, kommt die nächste Ebene. Was ist jetzt das? Genau. Und dann gehen wir so langsam in diese Richtung. Ja, da bin ich natürlich jetzt, ne, ob das dann alles so hält. Puh, schwierig. Da wären wir jetzt praktisch dann hier oben drauf. Ist ja dann sowas wie eine Decke. Genau. Sowas wie eine Decke haben wir da. Richtig. Können wir mal dann fortsetzen. Wobei ja Schwachsinn. Schon wieder Schwachsinn hier drin, weil. Wer will hier drinne das machen? Das ist ja Schwachsinn. Weh ja keiner. Hier, das ist noch okay, weil es ist Außenhülle. Da hinten, Schwachsinn. Und das ist auch, weil das ist ja die Unterseite. Genau. So. Falscher Block. Ja, Konzentration lässt nach. Du merkst gerade. Ja, da ist es noch gar nicht mal so spät, ey. Das ist ja auf Montag. Wie soll dann die restliche Woche erst werden? Ja, gute Frage, ehrlich gesagt. Und dann mal gucken, denn von hier aus habe ich nämlich eigentlich gedacht, dass man dann von hier aus irgendwie an der, ja hier innen irgendwie nochmal eins nach oben geht und dann geht man weiter nach vorne und dann ist hier irgendwo so die Brücke. Ja, hier ist irgendwo so die Brücke. Genau. Was sehe ich hier so oder so? Ich mache das jetzt nur mal grob, ne? Das ist jetzt nicht bis ins kleinste Detail, ich will erstmal nur so ein bisschen einen Überblick haben, wie ich das gestalten will. Wenn hier so die Brücke ist, reicht das schon? Sieht ein bisschen komisch aus, ne, durch das Größenverhältnis. Ja, sieht wirklich ein bisschen seltsam aus, ehrlich gesagt. Man könnte es als riesige Ente bauen. Könnte man wirklich. Ja, warum eigentlich nicht, ey? Ich hab gerade überlegt, ne? Machst du hier vorne dann irgendwie so noch einen Hals noch ein bisschen länger machen, dann machst du hier so einen Schnabel, so wie das hier in der Richtung, formt man einfach. Da, wo die Augen sind, da ist dann das Cockpit drin. Und der Schnabel ist halt so halb offen, da ist dann halt noch so ein großes Hangartor drin und damit kommt man dann halt, da kann man mit seinem Flugzeug dann landen. Ja. Eigentlich auch keine schlechte Idee, oder? Ich überlege mir das nochmal und warte mal eure Meinung ab, was ihr da so zu sagt.
Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder und gucken mal, was dabei so rumgekommen ist. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.